Hallo meine Lieben, mein Name ist Nils, ja, und willkommen zu einer neuen Folge Durchgespielt. Heute spielen wir The Key, Raub in der Clifford Villa von Haber. Ja, als allererstes, wie immer, kurz den Inhalt also einer Packung und auch die Regeln. Wir haben hier Filzmarker, davon brauchen wir nachher genau einen. Entschuldigung für das Rumgeknittere. Daran sieht man schon, dass man es mit bis zu vier Leuten spielen kann. Hier in der Packung sind jede Menge kleine Karten, die fliegen hier jetzt aktuell so rum. Jeder Spieler hat auch so ein Heftchen hier, das brauchen wir auch gleich. Dann gibt es diese dieses Schlüssel-Punchboard, das brauchen wir, das lege ich hier oben mal hin. Gleich, dann suchen wir uns einen Fall aus. Es gibt 9 verschiedene Fälle. Wir nehmen mal den schwarzen, ich lege den Schlüssel dorthin. Weitere Karten, ihr seht, ich habe das schon mehrfach gespielt. So, und hier braucht jeder noch so einen Sichtschirm. Und dann gibt es noch eine Anleitung. Das ist auch schon alles, was in der Packung ist. Wir gucken uns jetzt ganz kurz den Sichtschirm an und tun erstmal hier die Verpackung zur Seite. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen dieses Teil hier und wir brauchen den Sichtschirm. Hier sieht man einmal die 3 Tatverdächtigen, die es hier gibt, und die Fingerabdrücke von denjenigen ebenfalls. Und natürlich auch ein Inventar, was jeder Einzelne hat. Hier nebenan sind die Bilder zu sehen. Und hier ist ein genaueres Bild von denen. Der Sichtschirm wird wie folgt aufgebaut. Den nutzt man so, dass man ihn hier reinsteckt. Ich denke, ihr seht es jetzt so. Und er gibt jetzt hier ein Bild, wie man sieht, hier ein komplettes Bild ab. Und jeder stellt im Grunde so seine eigene Player Area auf. Jetzt wissen wir, dass wir hier den Fall Schwarz suchen und wir haben hier jede Menge Karten. Ich gehe jetzt auf die andere Seite der Kamera. Die Karten muss man auf diese Seite drehen hier. Das sollte man idealerweise vorher machen und nicht während des Spiels. Aber wenn jetzt hier mal einige falsch rum sind, denke ich, ist das auch nicht so schlimm, denn ihr werdet verstehen gleich, worauf es ankommt. So, aus diesen Karten kann man zu jedem Zeitpunkt x-beliebig viele nehmen. Diese Karte hier macht in unserem Szenario keinen Sinn, weil kein schwarzer Punkt drauf ist. Kann ich also raus tun. Wir spielen alle gleichzeitig. Jeder nimmt sich so eine Karte. Und es geht darum, dass um 1 Uhr, um 2 Uhr und um 4 Uhr ein Raub stattgefunden hat in der Clifford Villa. Ein Raub hat die Dame durchgeführt. Das ist hier Greta, die ist 77 Jahre weiblich, hat eine Brille, hat diese Fingerabdrücke. So, zu irgendeinem Zeitpunkt, nämlich um 1, 2 oder 4, hat sie den Raub durchgeführt. Dabei hat sie irgendeinen Gegenstand entführt, entweder diese Maske, den Elefanten oder das Diadem, und ist damit entweder im Flugzeug, dem Taucheranzug oder dem Gleitflieger entkommen. Dabei hat sie Hinweise hinterlassen, weil Zeugen das gesehen haben. Durch ein Ausschlussverfahren, was ihr gleich sehen werdet, wenn wir es spielen live, werdet ihr sehen, dass man der Reihe nach Dinge ausschließen kann. Zum Beispiel ist dort erklärt, um 2 Uhr hat den Raub jemand gemacht, der unter 70 Jahre ist. Dann kann es nur der oder der junge Mann gewesen sein, weil sie eben über 70 ist. Das heißt, um 2 Uhr könnte man sie durchstreichen. Gibt einem jetzt nur eine Information. Wenn man die gleiche Information, eine ähnliche Information später um 1 auch kriegt und sie da durchstreicht, ist sie automatisch hier. Es ist also ein Ausschlussverfahren. Wenn man andererseits weiß, dass dieser junge Mann hier um 2, weil die Sicherheitskamera ihn gesehen hat, um 2 das gemacht hat, kann man ihn sowohl hier ausschließen, aber die beiden natürlich auch hier. Und so muss man zu jedem Zeitpunkt einen Menschen, eine Maske oder einen Gegenstand und ein Entkommensfahrzeug festlegen. Das sollte man in möglichst kurzer Zeit machen. Zeit sind diese Punkte, die hier oben auf den Karten stehen. Und umso weniger Punkte man hat, umso besser ist es. Auch wenn das Ganze auf Zeit läuft, nämlich der erste Spieler, der fertig ist, darf sich hier oben diesen schwarzen Schlüssel nehmen. Unter allen Spielern, die nachher richtig das haben, die schreiben eine Dreierkombination auf, die ergibt sich hier aus der Seite, seht ihr gleich im Video.
Unter allen, die richtig sind, gewinnt derjenige, der die wenigsten Zeitpunkte benutzt hat. Derjenige, der als erstes dran ist, darf eine 2, 3 oder 4 abgeben, je nachdem, was für Dinge er benutzt hat. Es sollte also am Ende im Idealfall alle Spieler dazu ermutigen, dass sie den Fall und das Rätsel lösen, so wie es bei Haber auch üblich ist, dass alle miteinander Spaß haben, hier in der Clifford Villa, und wir werden gleich zusammen ebenfalls den Fall lösen bei The Key, Raub in der Clifford Villa von Haber. Ja, bis morgen oder bis später, je nachdem, wann ihr guckt. Mein Name ist Nils, Cyrils Brettspiele. Ich will euch noch auf eine Sache kurz hinweisen. Ich hatte ja schon gesagt, hier drauf erkennt man sowohl die Farbpunkte, aber auch hier geht es darum, um die Zeit und den Täter. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel dieses hier angucken, ist es auch Zeit und Täter, und wir wissen, diese Karte ist 4 Punkte wert. Gucken wir uns diese Karte an, sind wir beim gleichen. Hier hätten wir aber zum Beispiel das Graubgut und das Fluchtfahrzeug, und wir wissen, es könnte uns auch für unseren Fall helfen. Und so sehen wir hier zum Beispiel den Täter und das Raubfahrzeug. Es gibt immer unterschiedliche Dinge, die uns hier helfen. Noch eine weitere Sache gibt es. Das hier sind Zeugenaussagen, die Augen, das heißt, da haben wir etwas gehört oder gesehen von Zeugen. Dann haben wir hier zum Beispiel Fingerabdrücke, die wir sehen können. Wir haben auch Überwachungskameras, die wir sehen können. Und so sehen wir hier oben in dieser Statuszeile unterschiedliche Dinge, die uns helfen können. Das seht ihr aber alles ab morgen beim Raub in der Clifford Villa bei Haber. Bis dahin alles Gute, euer Nils. Tschüss.